Dienstag die Hauptrolle in der neuen, sehr erfolgreichen ARD-Reihe Berlin, Berlin. Herzlich willkommen, Felicitas Woll. Und herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich sehr erfolgreichen Start. Das hat von Anfang an toll funktioniert, ja? Ja, sehr gut funktioniert. Wie viele Folgen gibt es jetzt davon? Also gedreht haben wir 13 Folgen. Es war ja so gedacht, dass es 13 Folgen sein sollten, 45 Minuten. Ja. Und dann wurde das halt umstrukturiert und jetzt sind es halt 26 Wochen. Und es läuft jetzt 6 Wochen lang und dann ist 26 Folgen? 26 Folgen, ja. Ja. 6 Wochen. Du kommst aus einer sehr kinderreichen Familie, ja? Mhm. Wie viele Geschwister seid ihr? Also ich habe 4 Schwestern und ich habe einen kleinen Bruder jetzt noch gekriegt. Ja. Und habe noch einen größeren Bruder. 5, 6. Ja. 7 Kinder. Ja. Da ist aber gut was los, oder? Da ist immer was los, ja. Ja. Und das Tolle, du hast eigentlich eine ganz andere Berufsausbildung erstmal gestartet. Mhm. Als Krankenschwester. Ja. Wie weit bist du da gekommen? Bis in den 4. Monat. Häufig so. Dann kriegt der Chefarzt Schwierigkeiten. Ja. Vier Monate Ausbildung. Ist das schon so mit Häubchen und weißem Kittel, ja, oder? Ach nee, Gott sei Dank nicht. Das ist, also ich habe die Schule halt beendet, war zumindest fertig und dann... und dann habe ich die Ausbildung halt angefangen, war noch in der Probezeit und habe 4 Monate gearbeitet und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also das war wirklich dann schon so Schwester Felicitas. Aha. Wurde ich dann schon genannt. Und ja, das war schon klasse, es hat mir Spaß gemacht. Aber dann kam eines Tages in der Disco... kam dann eine Frau auf mich zu und gab mir eine Karte und fragte mich, ob ich Lust habe, Schauspielerin zu werden. Das ist unglaublich, das hört man oft und so ist es wirklich, ja? Mhm, ja. Ist man da erstmal irritiert? Ja, natürlich. Ich wusste erstmal gar nicht, was ich jetzt damit anfangen sollte. Ich meine, ich war am Tanzen und habe an nichts Böses gedacht und dann passiert das plötzlich. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das auch erstmal vergessen gehabt. Und dann fiel mir das 2 Tage später wieder ein. Ich bin zu meiner Mutter und habe gesagt, hier, guck mal, ich habe eine Karte gekriegt. Und wir dachten, das ist eine Theatergruppe, die rumreist oder irgendwas. Und ich dachte, ja gut, mache ich mal, habe ich mal Lust zu. Und habe dann angerufen und merkte, dass es dann wirklich ernst war. Ohne Ausbildung, ohne alles. Mhm, nur aufgrund des Aussehens und wie sie dich da gesehen hat mit deiner Ausstrahlung, wie du dich bewegst und so in der Disco. Ja. Ja? Mhm. Und dann habe ich halt, da muss ich mich natürlich entscheiden. Und dann habe ich gedacht, ja, springe ich jetzt, höre ich jetzt auf oder nicht. Und dadurch, dass der Wunsch schon sehr groß in mir war und ich das schon immer machen wollte. Ach so, gerne, das schon, ja. Ja, sehr. Ja? Ja. Hast du ein Vorbild? Lieselotte Pulver mag ich ganz gerne. Das finde ich auch mal toll. Jetzt dachte ich, jetzt kommt irgendeine Amerikanerin oder was. Das ist aber mal toll. Eine tolle Schweizer Komödiantin. Mhm. Ja? Kohl Hiesels Töchter. Kohl Hiesels Töchter. Ja, habe ich auch 42 Mal gesehen. Ach, ich könnte könnt mich totgucken. Ja? Und natürlich, ich denke oft an Piroschka. Genau. Sollst mich doch Piri sagen. Das wäre auch mal eine tolle, für deutsche Herr Student. Das wäre aber auch mal eine tolle Rolle für dich, oder Piroschka? Ach, ich weiß nicht, ich vielleicht... Ja, aber das ist mehr so französisch. Du, ja, Amelie wäre auch ich kann die, das nicht. Die deutsche Amelie wäre irgendwie so für dich auch vom Typ her. Würde ich gerne machen. Ja? Ja. Du bist ja eh, was war das bei RTL? Das war die Camper, wo Camper. Du dabei warst. Mhm. Ja. Bist du da immer noch dabei? Nee, nee. Das habe ich 3 Jahre gemacht und habe letztes Jahr aufgehört. Ja. Ja. So, und jetzt so ein großer Erfolg. Und du hast eine Serie gedreht für das chinesische Fernsehen. Mhm. Wie kommt man dazu? Ja, auch Zufall. Das ist, ich bin im Zug gefahren, weiß gar nicht, ich glaube nach Hause irgendwo hin und bekam den Anruf, dass es halt eine chinesische Serie gibt und die suchen eine deutsche Hauptdarstellerin. Wie hieß also, die Serie? Magic Love. Love Magic is Love. Invisible. Ja. 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 Und dann habe ich halt den Anruf bekommen und die erste Teil davon sollte in München gedreht werden und der zweite halt in Peking. Und ich habe gesagt, ja natürlich, klar, mache ich. Mhm. Und dann war ich eine Woche später, war ich dann schon am Drehen. Und dann haben wir erst 6 Wochen in München gedreht, so die romantische Straße entlang. Ja. Und dann sind wir nach Peking und Shanghai und dann habe ich Jahrtausendwechsel auch in Shanghai gelebt. Die Chinesen haben doch eigentlich einen anderen Kalender, oder? Ja, ich glaube, die feiern im Februar, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Aber sie haben dann trotzdem natürlich auch das westliche Silvester gefeiert. Sie sind sowieso sehr westlich geworden. Ja? Auch mit dem Essen und so? Mit dem Essen noch nicht so. Ich meine, es gibt McDonald's an jeder Ecke. Darf ich das sagen überhaupt? Natürlich, selbstverständlich. Dafür machen die es ja. Wie heißt da, was gibt es dann da? McDog oder was? Oder, nee, ganz normal. Ja, ganz, ganz normal. Oh. Das kann
natürlich sein, dass ich wollte das auch nicht wissen, was da alles drin wirklich? Ist. Wirklich? Ja. Essen die nicht auch so Schlangen oder? Ich habe das gesehen. Ich war in einem Supermarkt drin und wollte mir irgendwie Chips für den Abend holen und dann lag dann da in so einer Vitrine so eine gedrehte, getrocknete Schlange und ein Flughund daneben und die essen die dann halt anstatt Chips dann zum Fernsehen. Mach noch mal eine Tüte Klapperschlange auf, heißt es. Ja, das ist ja unglaublich, wirklich. Dieses Gerassel, da weiß man gar nicht, ist es von der Rassel von der Schlange oder wenn die Tüten aufgemacht werden. Ja? Ist die Serie schon ausgestrahlt in China? Die ist schon ausgestrahlt, ja. Warum sehen wir die hier nicht? Du verliebst dich in einen Chinesen? Mhm, richtig. Und wir heiraten auch zum Schluss, ganz romantisch, in Füssen, in einer schönen Kirche. Ja, ja. Nein, ja, was ist der dann vom Beruf im Film? Der interessiert sich für Kunst, also Ja, so. Ja, der Künstler. Ja, halt. So. Ja. Und ihr heiratet romantisch in Füssen. Richtig. Das müsste doch einmal in Deutschland zu sehen sein, oder? Wie viele Zuschauer haben das dann in China gesehen? Also, Sie haben gesagt 300 bis 400 Millionen. Das glaube ich. Also ganz Asien. Ja, klar. Das ist ja unglaublich. Da gehst du, kannst du dort nicht mehr auf die Straße, oder? Ah! Ich kenne dich! Ich habe eine Panati. Hast du ein bisschen Chinesisch gelernt? Einen Satz habe ich gelernt. Ni shi di zi lai zung guo ma? Wo shi di zi lai zung guo? Oh, was heißt das? Das ist einmal die Frage, sind Sie das erste Mal in China? Und dann gleich die Beantwortung, ja, ich bin das erste Mal in China. Toll. Also ich denke, dass sich für dich noch viele Sachen anschließen werden, auch Kinofilme und so. Denn ich meine, jetzt so ein schöner Erfolg in der ARD und deine ganze Ausstrahlung und so. Also das geht bestimmt gut weiter. Danke. Ja, hast du schon andere Angebote? Ich mache jetzt Büllebogen eine Folge. Oh, mit, ja. Ist das immer noch Günther Pitzmann? Nein, das ist ja jetzt Dings. Nee, das ist jetzt... Herr Hunold. Richtig. Ja. Ja, genau. Spielst du eine Schwester? Eine Krankenschwester? Oder was? Nee, nein, eine... oh Gott, ein junges Mädchen, die ist Synästhetikerin. Also die... ich wusste auch nicht genau, was das ist vorher. Das ist, wenn man Geräusche hört, die hören Geräusche auf der Straße und sehen das als Farben. Also zum Beispiel ist die Zahl 6 gelb. Ja. Verstehe. Klingt nach Viva-Moderatorin. Ja, das klingt nach Viva-Moderatorin, oder? Dass man auf der Straße Geräusche hört und es in Farben sieht und sagt, sechs ist gelb. Ja. Toll, also du siehst eins nach dem anderen und auch ganz unterschiedliche Rollen. Ja. Oder? Mhm. War toll, dass wir dich hier bei uns hatten. Alles Gute. Mich gefreut. Danke. Ja, viel Erfolg weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Merci. Felicitas Roll, meine Damen und Herren.